Herzlich willkommen, Podcast Maximal Maskulin mit Dark Zero. Herzlich willkommen, Dark Zero. Hello, my name is Tuxedo. I'm here. Okay, heute haben wir ein bisschen einen besonderen Fall. Wir haben zwei neue Gäste dabei. Normalerweise sind es ja immer nur Dark Zero und ich. Heute haben wir noch den Hiob und den Emphasis dabei. Ich fange mal an mit: Hallo Emphasis, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Maximal maskulin oder Basis. Das klang ja fast wie Sui gerade, ja. Und herzlich willkommen, Hiob, ne? Hallo. Hallo, also jetzt ist es so, das Thema des Podcasts heute ist halt Bitcoins. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß von zweien, dass sie viel Ahnung haben. Bei dem dritten vermute ich's. Ich weiß es aber nicht, der ist noch nicht aus dem Busch gekommen, ehrlich gesagt. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie das läuft. Fangen wir mal an. Ich weiß nicht, ob ich euch direkt ansprechen soll. Was ist denn ein Bitcoin überhaupt? Gute Möchte Frage, ne? ja, hat jemand von euch eine Idee, was das denn? Also, das ist so ein Zahlungsmittel, oder? So in der Art, richtig? Okay. Ich glaube, es wird jetzt schon sehr philosophisch, ne? Ja, und ich muss euch, glaube ich, sogar direkt ansprechen. Das ist mein erster Eindruck. Hiob, was ist deiner Meinung nach ein Bitcoin? Ja, also du musst unterscheiden zwischen Bitcoin, dem Netzwerk, und Bitcoin, dem Coin sozusagen, den du als eine Anlage kaufen kannst. Das Netzwerk ist erstmal ein Netzwerk, was dezentral aufgebaut ist. Das heißt, niemand hat die Macht darüber und wo einzelne Teilnehmer innerhalb des Netzwerks ohne die Zustimmung von Banken oder ähnlichen Werte eben diese Bitcoins transferieren können. Das klingt nach einer echt guten Erklärung, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, sehr interessant, dass du sagst, dass man zwischen Netzwerk und also du hast es jetzt nicht Zahlungsmittel genannt. Ich habe das gerade Zahlungsmittel genannt, aber du meinst ja Werte transferieren. Interessant. Ich frage mich gleich, wieso kann da keiner drauf Zugriff haben? Also halt, vielleicht sollten wir es anders aufrollen. Bitcoins sollen extrem sicher sein, von dem, was ich mitgekriegt habe, gerade von euch. Also, keiner hat darauf Zugriff, oder wie? Ich muss jetzt, ich weiß nicht genau, wie ich diese Fragen stellen soll, ehrlich gesagt. Und dass ich euch so ansprechen muss, ist so ungewohnt, ehrlich Nee, gesagt. genau, es ist ja auch etwas ganz Neues. Es ist das erste dezentrale digitale Netzwerk sozusagen. Und das ist im Endeffekt sowas wie eine Errungenschaft der Computerwissenschaft, dass man jetzt nicht mehr so macht, dass man irgendwo einen Server hat und der wird gewartet oder irgendeine bestimmte Person hat dort die Macht im Netzwerk, sondern es ist das erste Netzwerk, was sich wirklich dezentral organisiert. Das heißt, es gibt zwar Regeln, aber es gibt niemanden, der Regulationen durchsetzt oder so. Die Regeln gelten für alle. Man sagt immer Rules without Rulers, also Regeln ohne Herrscher. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen die Innovation, dass man den Mittelsmann im Zahlungsverkehr, also die Bank, rausnimmt. Du bist im Endeffekt, wie Dark Zero schon mal gesagt hat, deine eigene Bank. Aber wenn ich jetzt Bargeld habe, will ich doch auch meine eigene Bank. Abgesehen davon. Genau, dann hast du auch die Macht über das Bargeld, was du in der Hand hältst. Und das ist so ein bisschen wie digitales Bargeld. Auch da im normalen Bargeld kann auch niemand deine Zahlung verhindern. Wenn du diesen Schein weitergibst an Dark Zero, muss weder die Regierung noch die Bank oder irgendjemand zustimmen. Genauso kann es auch niemand verhindern, dass du diesen Schein physisch weitergibst. Und das hat Bitcoin in der digitalen Welt so ein bisschen nachgeahmt oder sogar noch verbessert, meiner Meinung nach. Ja, verbessert. Na, ich muss jetzt So gerade dass. daran denken, also Entschuldigung, Daxi, ich komme sofort zu Ja. dir. Ich muss jetzt gerade daran denken, dass bei der Bank ist es aber so, dass ich ja den Schein von ihr bekomme. Also ich bin dahingehend abhängig von ihr, dass sie mir die Münze prägt oder wie auch immer, ne? Merke ich gerade. Okay, Ja, sorry. Ja. und die Bank, das ist im Endeffekt nicht dein Geld. Die Bank hält das für dich. Was du hast, ist ein Versprechen deiner Bank, dass wenn du es wiederhaben möchtest, du es auch Genau. wieder bekommst. Und da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Du hast also diesen Mittelsmann und musst darauf vertrauen, dass diese Bank wirklich ihr Versprechen auch einhält. Und das ist also ein vertrauensbasiertes System im Endeffekt. Und das ist bei Bitcoin genau das Gegenteil. Es ist kein vertrauensbasiertes System, sondern es ist sogar so, dass du
Bitcoin, man sagt immer, Bitcoin ist Geld für Feinde. Du kannst dort sogar mit jemandem Transaktionen oder Geschäfte machen, dem du überhaupt nicht vertraust, wo du weißt, er möchte dich am liebsten verarschen, aber er hat technisch die Möglichkeit nicht dazu. Das ist sehr interessant, was du gerade angesprochen hast, weil tatsächlich ist es ja so, dass früher war die Banknote immer ein Versprechen, dass du es jederzeit gegen Gold eintauschen kannst. Und das ist sehr interessant, dass du darauf kommst. Das habe ich nämlich ganz vergessen, ehrlich gesagt. Daxero, ich habe dich gerade sozusagen abgewürgt. Tut mir leid, ich weiß nicht, was du sagen wolltest. Ja, nee, ich wollte Hiob recht geben und ich wollte das Beispiel noch ein bisschen erweitern, warum Bitcoin noch besser als Bargeld ist. Beim Bargeld hast du zwar das Geld dann frei verfügbar in der Hand, aber der Wert von diesem Schein wird dann doch letztendlich bestimmt, also von weiter oben. Das heißt, wenn du halt in den 20er Jahren in Deutschland damals deine 3 Millionen hattest, so, dann war das ab einem gewissen Zeitpunkt auch alles wieder wertlos. Also du musst dich halt nach den Regeln spielen von der Bank, was sie dann quasi als Wert weiter bestimmt. Ich erinnere mich auch bei dir immer daran, du bist ja immer so, dass du so schöne Memes im Discord postest, die mich immer sehr bereichern und ich freue mich immer so sehr, wenn ich die neuen sehe. Da hast du damals nämlich auch so ein Meme gehabt, dass man nicht weiß, ich weiß nicht mehr, wie der Witz von dem Meme war, aber ich weiß noch, dass es irgendwie so lief, dass man nicht weiß, wie viele Dollar es gibt. Ja. Ja, ja, also, weil man kann es perfekt mit Hearthstone vergleichen, sagen, man könnte es mit Poker vergleichen, aber ich nehme mal Hearthstone als Beispiel. Bei Hearthstone haben wir ja die Firma, die die Regeln vorgibt. Wir loggen uns ein, spielen die Karten, haben die Karten in der Hand und spielen sie aus. Stell dir vor, mitten im Spiel überlegt sich Hearthstone einfach, noch mehr Karten reinzuschmeißen zum Beispiel. Oder ein Balance-Update. Ja, also mit in der Runde ein Balance-Update. Ja, genau. Weißt du, weil die Balance-Upgrades, ja, okay. Aber wir haben jetzt ja die letzten Patches gehabt und wir spielen nach den neuen Regeln quasi. Aber was du mit in der Runde hast, also mit dem Bargeldschein quasi, das während des Kaufens quasi, also während der Konjunkturzeit quasi, dass da die Regeln neu geändert werden. Das verfälschte Spiel, weißt du? Ich kurz einhaken darf, es ist nicht nur so, dass die Regeln verfälscht werden, sondern es wäre, die Analogie wäre dabei so, du spielst jetzt, bist mitten in der Runde gegen jemanden und der andere hat das Recht, die Regeln zu ändern. Und er macht jetzt eine Odin, soll jetzt nur 2 Mana für ihn kosten. Das heißt, dass sozusagen mitten im Spiel die Regeln geändert werden und dass eine Person die Macht hat, die Regeln zu ändern. Ich glaube, dann würde gar keiner mehr wirklich spielen wollen. Weil wenn er jetzt plötzlich sagen kann, ich habe jetzt die Runde 20 Kristalle und meine Karten kosten alle nur 1 und ich denke mir hier neue Karten aus, dann gibt es ein Machtungleichgewicht, dass eine einzelne Person die Macht hat, die Regeln zu verändern für alle. Und das ist halt, gibt halt im Endeffekt die Macht an eine Institution ab. Bei uns wäre es in dem Beispiel die Bank, die einfach während des Spiels die Zinsen verändert. Du hast vielleicht gerade eine Firma gekauft oder ein Haus finanziert oder ähnliches und denkst dir, die Zinsen waren ja so schön niedrig und plötzlich werden die Zinsen erhöht. Und du hast als Individuum gar keinen Einfluss darauf. Ich glaube, dass so ähnlich, ich bin mir, also, oh Gott, ich lehne mich gerade aus dem Fenster, aber ich glaube, dass so ähnlich damals die Immobilienblase in den USA geplatzt ist, dass man halt denen leichte Kredite gegeben hat für Eigenheim und also den Leuten so von wegen, hier, du musst nur, ich weiß jetzt nicht, sagen wir mal 1% Zinsen bezahlen und dann, du schließt ja einen Vertrag ab und es muss ja auch eigentlich ein Vertrag, es muss ja so eine Sicherheit geben, dass ich weiß, okay, das bleibt so. Ne? Und dann, glaube ich, war das so, dass die Zinsen halt erhöht wurden. Also das heißt sozusagen, ich kriege jetzt 50 Euro pro Monat von einem von euch, mit dem ich den Vertrag gemacht habe. Und dann sage ich, ja, okay, ich nehme jetzt aber doch 150 pro Monat. Wo du dann auf einmal dastehst, kacke, jetzt dieses mehr bezahlen kann ich gar nicht. Und dann gehen halt die ganzen Kredite hops. Jetzt haben wir aber Emphasis noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Er ist so ein höflicher Mann und wartet, dass, also so, ich bin da ein bisschen sehr zurückhaltend. Hast du irgendwie was einzubringen? Ich glaube, ich muss dich so ansprechen, weil, du bist so ruhig. Phases? Gemutet? War ich nicht? Habe ich noch nichts gesagt gehabt? Nee, hattest du nicht. Ja, okay, dann hab ich das auf 1 gelegt, ja, egal. Ich wollte auf jeden Fall schon ein Beispiel bringen, für wie die Regeln verändert werden. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bei uns im Discord schon Thema war, aber es gab jetzt in jüngster Vergangenheit den Fall, dass Leute in Kanada ihr Geld abheben wollten. Oder, also da haben Leute Videos gemacht, dass sie 3.000 Euro von ihrer Bank abheben wollten
Und die Bank meinte dann, wir müssen erst in Grund wissen, warum sie 3.000 Euro abheben wollen, ansonsten geben wir ihnen das Geld nicht. Und der Typ hat so lange quasi versucht, das Geld zu bekommen, und der hat es einfach nicht geschafft, das zu bekommen. Und das ist natürlich schon, ich meine, das ist ja eigentlich dein Geld. Du hast es nur der Bank sozusagen geliehen und die gibt das dir dann nicht wieder raus. Ist schon irgendwie ein bisschen problematisch. Und das hast du bei Bitcoin halt nicht. Das ist übertrieben krass. Also es gibt ja auch diese Bankruns, ne, dass man jetzt sagt, bla bla, die Bank geht gerade hops und dass alle Leute kommen und diese in realen Einlagen, kann man eigentlich auch nicht sagen, versuchen rauszuziehen, und dass die Bank dir das so verweigert, das ist ja heftig. Das ist Freiheitsstufe, Alarmstufe Rot schon direkt. Ja. Oder weil du hast recht. Die Trucker-Proteste, ne? Hat mir auch angesprochen. Ja, da ging es, glaube ich, eher darum, dass zurückverfolgt wurde, wer was bekommen hat. Also, dass sozusagen die Stasi dann, hey, Daxero, du hast hier von Putin, hast du $10 auf PayPal bekommen für deinen Protest und dafür, ja, hast du jetzt irgendwelche Restriktionen zu erwarten, ne? Ich glaube, ja, das so ist ein ähnliches eher, ne? Beispiel, wie im Faces gerade meinte, dass man da einfach die Konten gekündigt hat von denen. Also, dass wieder mitten im Spiel die Regeln verändert wurden für einige Mitspieler. So, das kann einfach nicht sein. Warte mal, da klingelt auch irgendwas gerade. Warte mal. War das hier in Deutschland? Da war das nämlich auch so. Du hattest dann so einen, ich glaube, einen AfD-Politiker oder so, und der war bei der Sparkasse, und dann kam irgend so ein Mitarbeiter bei der Sparkasse und sagt, du bist bei der AfD, also so im Nachgang. Ja, so von wegen, und du hast bei mir kein Konto zu haben. Also hat sich so engagiert, dass es, und ich glaube, dass es sogar funktioniert hatte. Ich weiß nicht mehr, ob der sich zurückklagen konnte oder irgendwie sowas, aber. Ja, das ist in den letzten Jahren zahlreich passiert in Deutschland, dass hier auch Sparkasse zum Beispiel gekündigt hat, so, und bei Leuten, die halt politisch unangenehm sind, so. Ja, also das ist, bei PayPal ist das, glaube ich, schon länger so, ne? Also wenn ich jetzt komme, was weiß ich, XY, das ist ein Nazi, also Faschist, also ich meine jetzt auf amerikanische Verhältnisse, ne, dann, dass die dann sagen, oh mein Gott und bla, also das ist schon krass bevormundend, das ist nicht was, also so wie ich euch immer verstanden habe, also mit Emphasis habe ich darüber noch nicht so wirklich geredet, mit Bitcoins, ist halt Bitcoin auch sehr stark mit halt Freiheit verbunden. Na? Ja, genau. Also es gibt generell bei dezentralen Systemen, wie Bitcoin ein dezentrales System ist, gibt es immer ein Dreieck, das besteht aus Sicherheit, aus Dezentralität und das besteht aus Skalierung quasi, wie schnell das System wachsen kann. Mhm. Und Bitcoin hat halt wird deswegen Trilemma genannt, weil man, also bisher hat es noch kein, zumindest keine mir bekanntes dezentrales System hat es geschafft, alle drei Dimensionen davon miteinander zu vereinen. Und Bitcoin hat halt keine Skalierung, dafür hat Bitcoin extrem hohe Sicherheit und extrem hohe Dezentralität. Und da wäre jetzt mein Ansatzpunkt, hast du eigentlich schon verstanden, warum Bitcoin so sicher ist und warum es quasi so dezentral ist? Nicht wirklich. Also ich habe halt verstanden, also ich habe nicht verstanden, warum, aber es scheint so zu sein, dass ich zum Beispiel, ich hätte jetzt gedacht, es ist nicht sicher, weil ich mich bei dir reinhacken kann und ich sage jetzt der Bank, hey, ich bin Emphasis, ich habe 5 Bitcoins auf meinem Konto 3357 und ich möchte die gerne auf dieses Konto transferieren. Und sowas scheint halt alles nicht zu funktionieren. Und das ist jetzt, was ich mit Sicherheit, also dass du mir nicht verbieten kannst, dass ich das halt benutze. Ja. Oder ja, genau. Also du hast wahrscheinlich schon verstanden, dass die Blockchain, mit der Bitcoin arbeitet, quasi wie so ein Kassenbuch oder wie so eine Excel-Tabelle ist. Und dein Ansatzpunkt wäre jetzt, du würdest einfach quasi in dieses Kassenbuch reinschreiben, ich habe die Bitcoin sozusagen erhalten und nicht jemand anders sozusagen. Hm. Und dementsprechend wären das dann deine Bitcoin. So würdest du versuchen, quasi das zu hacken. Ja, genau. Also, dass ich mich sozusagen als jemand anderes ausgebe, der ich nicht bin, und diesen Anspruch versuche halt durchzusetzen. Ja. Aber Hiob meinte da auch, dass das nicht geht. Also, dass sozusagen das zu krass gegengecheckt wird von irgendwie dem ganzen Netzwerk. Ich habe die Details jetzt nicht verstanden. Wenn ich kurz darf. Ja. Genau, also
Der Trugschluss dabei ist, dass es eben kein zentrales System ist. Das heißt, du kannst eben nicht zur Bank gehen und sagen, hey, liebe Bank, du trägst ja die Verantwortung für meine Einlagen und jetzt hier bin ich und dich als jemand anderer ausgeben. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass du ein Kunden-Login hast beim Bitcoin, dass du sozusagen sagst, Wallet-Nummer so und so, Passwort so und so, sondern dass eben mithilfe der Kryptographie über diese 24 Wörter eine Signatur erstellt wird. Und diese Signatur ist gleichzeitig dein Login und dein Passwort sozusagen. Um es ein bisschen bildlich darzustellen, stell es dir so vor wie eine Riesenwand mit Schließfächern und du weißt aber nicht, du hast zwar diesen Schlüssel, du hast zwar diese Signatur, aber du weißt vorher gar nicht sozusagen, welches Schließfach du damit aufmachst. Du kannst also nicht gezielt ein Schließfach angreifen, auch wenn du es auf der Blockchain einsehen kannst und du siehst, da liegt ein großer Betrag. Du kannst nicht gezielt eine spezielle Wallet angreifen. Das funktioniert nicht. Du steckst sozusagen nur den Schlüssel rein und wie bei der Post, irgendwo geht dann die Klappe auf. Da weiß ich nicht, ob das wirklich so ist tatsächlich. Also theoretisch kannst du ja die Adresse, also das kann sein, dass ich das jetzt auch noch nicht vollends verstanden habe, aber theoretisch kannst du ja auch deine Wallet wiederherstellen. Und dafür brauchst du einfach nur eine neue Hardware-Wallet. Also, keine Ahnung, wenn das jetzt vorher ein Ledger war, dann holst du dir einfach einen neuen Ledger. Und das Einzige, was du brauchst, wären diese 24 Wörter. Das heißt, das Einzige ist jetzt natürlich, im jetzigen Zusammenhang natürlich, ist natürlich sehr schwierig, diese 24 Wörter zu knacken. Auf jeden Fall. Aber theoretisch, wenn du die hättest, sag ich jetzt mal, dann könntest du doch auch einfach eine neue Wallet aufstellen, Wallet wiederherstellen und mit den 24 Wörtern könntest du dann auf die Wallet zugreifen. Genau, aber jetzt sind ja zwei verschiedene Sachen. Einmal ging es ja darum, dass du gezielt eine Wallet eines Users hackst und das, was du sagst, das ist sozusagen, dass du über die Signatur auf eine Wallet zugreifst, die schon besteht. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das geht, wenn du die Wörter hast, aber das gehört sich jetzt erstmal einfach an. Das sind ja nur 24 Wörter in der richtigen Reihenfolge. Es ist aber rein mathematisch wirklich ausgeschlossen, dass du die errätst oder dass zufällig die gleiche Wallet zweimal hergestellt wird. Na, also ich muss die Wörter wirklich schon wissen. Also Cordon, du kannst jede Bitcoin-Wallet übernehmen, wenn du einen Schlüsselbund hast mit 24 Wörtern, die in der richtigen Reihenfolge sind, aber es sind halt... Ist halt unmöglich so. Naja, ich denke, das ist auf jeden Fall unmöglich, aber es kann natürlich sein, das ist tatsächlich ein Risiko mit den Quantencomputern, dass irgendwann die so stark sind, dass sie das auch errechnen können. Im Moment ist es auf jeden Fall so, dass keine Lebenszeit dafür ausreicht, um das quasi durchzuprobieren. Aber ich denke, in Zukunft könnte das schon ein Ansatzpunkt sein, an dem sich Bitcoin vielleicht auch weiterentwickeln müsste. Meiner Meinung nach. Definitiv. Also, und das gab es ja schon. Früher waren es ja nur 12 Wörter oder 6 Wörter. Und als dann die Rechenleistung gestiegen ist, hat man 24 Wörter gemacht. Und wenn es weitergeht, dann macht man 36 Wörter oder erhöht die Wörterliste oder nimmt Zahlen mit rein oder ähnliches. Das lässt sich technisch sehr schnell realisieren, wenn wirklich so eine Gefahr bestehen würde, dass man die Wörter einfach verlängert. Und dann potenziert sich es ja immer. Mit jedem Wort weiter ist es wieder einmal hoch 2000, nochmal 2000, nochmal 2000. Ja, ist auf jeden Fall richtig. Ich wollte das nur nochmal erwähnen, dass das quasi nicht unmöglich ist. Also ich halte es jetzt, ich habe ja auch selber Bitcoin und ich halte sie auch. Ich habe auch eine Hardware-Wallet und ich sehe das momentan auch als nicht angreifbar, aber ich denke, irgendwann könnte der Zeitpunkt kommen. Nur, das wollte ich nur dazu sagen, nicht, dass man das sozusagen außen vor lässt. Aber generell bin ich da natürlich bei dir. Na, ich habe das immer so gedacht, dass, der Grundfehler, den ich im Kopf hatte, ist, dass du, wie Hiob gesagt hat, also ich gehe nicht zu einer Bank und ich sage, ich bin Kundennummer 335, also hier Bankkontonummer bla bla mit PIN so und so, ne? Und weil sonst hätte ich mich auch gedacht, du hast sehr schnell, hast du so eine KI oder so, die probiert einfach alle Zeichenfolgen aus und es dauert dann ein Jahr oder was weiß ich. Also und dann hat der alle Nutzernamen, also alle möglichen Dinger mit PIN versucht, aber so läuft es ja halt offenbar gar nicht. Also war das halt mein Problem. Ich verstehe jetzt aber nicht, wie dein, also das ist jetzt auch nicht so wichtig, eigentlich ist es so eine detaillierte Frage, aber ich verstehe halt nicht, wie deine Signatur mit deinem Bitcoin verbunden ist, beziehungsweise mit deinem Wallet, also wie das sozusagen läuft. Aber das klingt eigentlich so spezifisch, dass ich nicht weiß, ob das sinnvoll ist und ob ihr überhaupt so eine technische Frage beantworten könnt. Und okay, scheiß ich drauf, ja, sorry, das ist
machen wir lieber allgemeinere Plätzchen. jetzt hat ja, ich glaube, Ecuador, war das Ecuador, hat, glaube ich, das jetzt auch als, hat Bitcoins auch als Zahlungsmittel eingeführt, ne? El Salvador. Und das seit 3 Jahren oder irgendwie sowas? Seit einer Weile. Ja, ich, Ecuador, also, ja, stimmt. Also, Entschuldigung, ich wusste nicht mehr, ich hatte so ein spanisch-portugiesisches. Ich nehme an, dass Argentinien da nachzieht. Also, da werden einige Länder noch nachziehen, was das angeht. Auch vor allem Afrika hat ein Rieseninteresse an Bitcoin, weil deren Währung halt so am Fällen ist. Was mich da jetzt auch wieder wundert, Leute. Guck mal, also, ich meine, jetzt am Ende will ich mit Bitcoin Brötchen kaufen in 15 Jahren oder so. Ja, also nicht heute, sondern irgendwann ist es mein Zahlungsmittel. Aber wenn jetzt der Wert des Bitcoins die ganze Zeit steigt, ja, dann kostet das Brötchen heute, also jetzt übertreibe ich mal ein Bitcoin und morgen nur noch ein halbes und, oder, also dann gibt's doch auch hier Deflation, oder nicht? Sorry. Naja, das ist ja schon, wenn du im Ausland irgendwo einkaufen gehst, wenn du die stärkere Währung hast, dann kannst du ja schon deutlich mehr kaufen, so, ne? Kannst du deutlich besser essen und alles. Klar. Naja, das Problem ist doch, in Wirklichkeit ist es, also ich will das jetzt nicht so sagen, aber es ist doch blöd, Bitcoins auszugeben, die ganze Zeit. Und ein Zahlungs. Das ist halt, ja, letztendlich ist es schon der richtige Gedanke, den du gerade hast, weil für viele ist es ein Meme so im Sinne von, werde ich reich durch Bitcoin, wann soll ich die ausgeben? Und das Meme ist halt, dass du die, wenn du Bitcoin verstanden hast, nie ausgeben wirst, so. Ja, genau. Also, was bringt mir ein Zahlungsmittel, wenn ich es nie eintausche, so, ja? Also, das ist halt so eine Sache, ehrlich gesagt, die mich also erst, erstmal ist halt dies gar nicht für grundverkehrt, dass man sich eher überlegt, für was man sein, den Wert, den man hat, ne, für was man das ausgibt. Also, ich glaube, das kann auch eine Chance sein, dass man nicht einfach alles konsumiert und quasi alles weggeworfen wird und dann direkt wieder neu gekauft wird, dass man quasi die Werte, die man wirklich haben will, dann auch kauft und viel mehr wertschätzt. Ja, viel mehr auswählt quasi, was man überhaupt kauft und was wichtig für einen ist und wie man sich weiterentwickeln wird, möchte. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Nachteil, aber den Nachteil, den ich da auf jeden Fall sehe, ist, dass diejenigen, die schon von Anfang an dabei waren, da natürlich krass von profitieren, ne? Das ist einfach so. Das stimmt, aber das ist ja überall so, dass sozusagen die Leute, die einen technischen Trend, die am Anfang in Apple, in Google, Amazon etc., die früh dabei waren, die sozusagen als erstes profitieren. Natürlich hast du, je früher du dabei bist, auch größeres Risiko. Es gab noch nicht so viel Informationen, es war noch nicht so bewährt. Das ist zwar normal und es wird auch mit Bitcoin immer in der Welt so sein, dass es Leute gibt, die viel haben und Leute gibt, die wenig haben. Der große Unterschied bei Bitcoin ist aber, dass die Leute, die viel haben, haben nicht mehr Macht im Netzwerk. Heutzutage ist es so, wenn du dir VW anguckst oder Amazon oder so, die sind so groß, dass sie auch schon Einfluss auf Politik nehmen können. Das ist eigentlich das Problem, dass sie dadurch die Kleinen so ein bisschen rausdrängen, dann gibt es Eintrittsbarrieren, dann musst du erstmal irgendwelche Regulationen einhalten. Du kannst nicht einfach so eine Bank gründen oder einfach so einen Autokonzern jetzt von neu aufstellen. Und dadurch wird natürlich auch Innovation unterdrückt, weil eben der Kleine in seiner Garage überhaupt nicht mithalten kann mit so einem großen Unternehmen. Aber der große Unterschied bei Bitcoin ist, durch seine ultimativ begrenzten Eigenschaften, dass er halt wirklich so selten ist, die Leute, die jetzt viel haben, irgendwann geben die auch etwas aus und die können eben nicht aus dem Nichts ihren Bitcoin-Stack erhöhen. Heißt, wenn du dann auch auf großem Fuß lebst, irgendwann sind deine Bitcoin weg und dann hast du sozusagen auch deine Bestände ausgegeben und musst dich wieder an anderen Marktteilnehmern auch messen. Also ich würde so vergleichen, dass Bitcoin wie digitales Gold ist und ich würde jetzt mit einem Goldbarren, den ich zu Hause habe, jetzt nicht direkt einkaufen gehen wollen. Ich würde lieber auf mein Gehalt warten und davon einkaufen gehen und das Gold zu Hause lassen. So. Naja, aber dein Gehalt wird ja in Anführungszeichen in Gold dann dir gegeben, ja? Also wenn es jetzt das Zahlungsmittel ist. Nee, ich meine, wir haben ja gerade mehrere Währungen gleichzeitig so. Ich habe ja Bitcoin auf dem Ledger und ich habe halt trotzdem mein Gehalt in Euro und dann nehme ich halt das Gehalt und gehe davon einkaufen und lass das Bitcoin halt liegen, weil es halt wie digitales Gold ist und ich muss ja Gold als Anlage, die jetzt nicht verfällt, wie mein Geld quasi, was ja automatisch passiert und so wird ja ordentlich was weggefressen durch Inflation, ne? Das muss ich jetzt nicht sofort wieder umwandeln in irgendwas anderes. So.
Aber meint ihr, dass es eine Inflation bei Bitcoin nicht geben kann? Hey, ein Brötchen kostet heute ein Bitcoin und morgen will ich aber zwei haben. Und dann sagen das einfach alle Bäcker und dann. Also, eigentlich will ich noch mal ganz woanders hin. Weil eigentlich denken wir jetzt, also gehen wir jetzt mal davon aus, Bitcoin wird ein Zahlungsmittel, weil es so sicher und toll ist. Ja, sage ich mal ganz stumpf. Dann ist es doch trotzdem so, dass man das nicht ausgeben möchte. Ja, und ich verstehe jetzt nicht, wieso es dann auch keine Inflation und so geben können soll. Also, ist irgendwie so eine Sackgasse gerade. Du hast bei Bitcoin eher die Deflation, dass sozusagen deine Kaufkraft steigt über die Zeit. Also, weil im Endeffekt ist genau das Gleiche, wenn man sagt, jeder möchte Millionär sein, aber niemand möchte so eine Hyperinflation, dann wären wir ja alle Millionär. Du willst gar nicht Millionär sein, sondern du willst die Kaufkraft haben, die diese Million für dich repräsentiert gerade. Es geht gar nicht so um die Zahl dabei sozusagen. Und dadurch, dass Bitcoin eben begrenzt ist und durch seine technischen Eigenschaften, wie das Halving-Event, was wir gerade hatten, wo die Angebotsmenge von neu geschürften Bitcoin alle 4 Jahre halbiert wird, dass dort sozusagen durch diese Technologie eigentlich eine Deflation oder eine Kaufkrafterhaltung und Steigerung eigentlich fast garantiert ist, auf lange Sicht gesehen. Kurzfristig sind die Schwankungen da teilweise sehr hoch und deswegen kann es auch noch kein gutes Zahlungsmittel sein, weil eben die Schwankungen zu hoch sind. Aber das ist sozusagen momentan der Monetisierungsprozess. Ab da, wo alle Bitcoin benutzen, ab da ist es auch sehr stabil. Aber dadurch, dass jetzt sozusagen noch sehr viel Spekulation, sehr viel Gier und Angst und solche Gefühle mit reinspielen, hast du diese kurzfristigen Schwankungen noch, weil es eben noch überhaupt nicht verbreitet ist. Also ich würde sagen, theoretisch kann es Inflation geben bei Bitcoin, wenn quasi alle ihre Bitcoin halten und dann aber jemand, was weiß ich, ganz viel Bitcoin sozusagen auf dem Markt spült, weil er irgendwas kaufen möchte oder so. Oder ne, das müssen natürlich aber schon richtig krasse Mengen sein. Dann kann es schon sein, dass quasi die Bitcoin, die man erhalten kann, dann halt günstiger da sind, weil es halt auch mehr auf dem Markt gibt sozusagen. Das Genau. glaube ich schon, dass das geben kann. Und im Prinzip ist Bitcoin ja gerade auch noch in einer Inflation, weil aktuell werden ja noch neue Bitcoin hergestellt, jeden Tag. Und das endet ja aber bei einer bestimmten Grenze. Ab dem Zeitpunkt ist Bitcoin dann halt, da werden keine neuen Bitcoin hergestellt. Und weil das alle schon wissen, hat der Markt das im Prinzip auch schon mit eingepreist. Genau, aber es ist eigentlich keine richtige Inflation, weil die Gesamtmenge von 21 Millionen Bitcoin, die hat Bestand. Und Inflation wäre es, wenn es dann 22 Millionen wären. Klar, die werden jetzt nach und nach ausgeschüttet und man kann sozusagen von diesem Stock-to-Flow-Modell, von den bestehenden zu den neuen Bitcoin sagen, dass es kommen noch neue dazu, aber sie werden eigentlich nur freigegeben, weil es wird nie mehr wie 21 Millionen Bitcoin geben. Und was du vorher beschrieben hast, das sind Preisschwankungen. Aber im Netzwerk gibt es nur 21 Millionen oder wird es nur 21 Millionen Bitcoin geben und diese Zahl steht. Da wird nichts inflationiert. Ja, da wollte ich auch gerade Habe ich auch so widersprechen. gesagt. Also das meine ich auch so. Aber das ist ja trotzdem Inflation, wenn du, jetzt sind die, kann noch nicht jeder sozusagen, kann man noch nicht mit allen 21 Millionen Bitcoin etwas machen. Das kann man erst, wenn alle Bitcoin ausgeschüttet werden. Und dementsprechend sind jetzt noch nicht so viele auf dem Markt und dementsprechend ist es auch gerade noch so, dass neue Bitcoin ausgegeben werden, die dann Ach erst zur so. Verfügung stehen, um einen Wert dem beizumessen und etwas damit zu kaufen. Also ist im Prinzip jetzt schon noch eine Inflation sozusagen da. Genau, Aber ja, Entschuldigung. Die Inflation meinst du ist nämlich so lange erreicht, bis dieser Endbestand von 21 Millionen erreicht ist, ne? So meinst du das nämlich. genau, ja. Ich habe aber eigentlich auch vorhin, also es hatte Hiob dann aber genau gesagt, eigentlich meinte ich, dass es eher eine Deflation gibt, weil alle ja diese Bitcoins halten wollen, weil es macht jetzt keinen Sinn, dass ich für 100, also statt 100 Euro auszugeben, jetzt diesen, was auch immer, Bruchteil des Bitcoins benutze, um mir. Ja, aber was willst du machen? Willst du dir keine Lebensmittel kaufen? Willst du die Bitcoin halten und dann sterben? Oder also du Ja, musst ja schon, für gewisse genau. Dinge musst du Geld ausgeben, nur du valuierst viel mehr, für was du Geld ausgibst. Und das wird auch, sag ich mal, auch bei Unternehmensentscheidungen, wenn Unternehmen für etwas Geld ausgeben, ich denke, das wird auch positiv sein, weil sie dann mehr überlegen, was wirklich sinnvoll ist und mehr Zeit sozusagen in die Entscheidung stecken und damit auch bessere Entscheidungen treffen und damit auch weniger schlechte Entscheidungen treffen.
und damit sozusagen auch einen höheren Mehrwert bieten, die dann auch quasi weitere Werte schaffen, die dann wieder gebraucht werden und bezahlt werden mit Bitcoin. Naja, du hast halt aber immer dieses Angebot- und Nachfrageprinzip. Jetzt muss ich zum Beispiel an Tierarzt denken. Mein Kater ist krank. So, der Arzt sagt, ich will jetzt 2 Bitcoin haben. Ende der Story. So, was mache ich? Weißt du? Dann sag ich, gehst zu einem, der weniger nimmt. Ja, okay, dann muss ich halt wieder anderen finden, ne? Also so, ne? Das ist halt genau Angebot und Nachfrage halt, ne? Ja. Dann was ich noch ergänzen möchte, ist, was im Faces gerade angerissen hat. Das fand ich sehr spannend und sehr interessant. Und das bezieht sich auch auf dein Beispiel mit dem Bäcker. Wir befinden uns gerade noch in einem fallenden Währungssystem, in einem kaputten Währungssystem, aber haben bereits Zugriff auf ein stabiles Währungssystem, was noch technisch nicht ganz ausgeklügelt ist, wie zum Beispiel die Nebenkosten, wenn man was verschickt davon. Also es gibt noch einige Fragen zu klären bei Bitcoin. Also es braucht einen besseren Second Layer zum Beispiel. Also wenn du von A nach B überweist, dann ist die Gebühr relativ hoch. Das hat im Phases anfangs auch erwähnt, quasi, dass da die Geschwindigkeit und dass es da noch was zu klären gibt. So. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, aber stimmt. Krass, habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber das ergibt übertrieben Sinn. Weil wie wird denn die Infrastruktur erhalten und so alles? Ja, das ist, mit der Infrastruktur ist nicht so das Problem, sondern eher so die Transportkosten und die Geschwindigkeit. Also da gibt es noch einiges zu tun. Was ich nur meine ist, wir befinden uns gerade zwischen 2 Währungssystemen, also zwischen unserem fallenden, kaputten Währungssystem, wo ständig neu nachgedruckt werden kann, wo für sinnfreie Waren auf einmal wieder Kredite da sind, die eigentlich kein Mensch braucht, aber das Geld wird wieder billig gedruckt, was bei einem Bitcoin-Standard nicht passieren könnte, so. Was du meintest, also wenn es dann doch wichtige Sachen gibt wie den Tierarzt, der sagt, okay, 2 Bitcoin und du musst entscheiden über Leben und Tod und alles, dann gibt es keinen Raum dafür, dass du sinnlose Waren anbietest, weil die will ja eh keiner mehr haben für sein teures Bitcoin so. Ja, wir haben tatsächlich viele sinnlose Waren, hast du schon. Also ich denke auch, dass im Phases da der Recht haben könnte, dass halt bewusster Entscheidungen getroffen werden, weil der Wert halt, ja, also ja, fester ist, ich weiß nicht. Sicherer. Ja, weil wir haben jetzt ja so eine aus dem Fensterwerf-Mentalität auch. Das sieht man auch an Essen, wie viel Essen wir wegschmeißen und so, ne? Also ich meine, das zeigt sich in vielen Facetten so. Und gerade wie du sagst, mit dem Gelddrucken schon. Also die politische, die gesellschaftliche, die wirtschaftliche Landschaft wird sich verändern, sobald Bitcoin Dominanz gewinnt. Das ist unauslöschbar, das geht gar nicht anders. Genau, ich würde da auch kurz noch mal was gern zu sagen. Es ist eine Frage des Zeithorizontes. Stell dir vor, du weißt jetzt, in 3 Jahren ist dein 100-Euro-Schein, fiktiv gesagt, ist 20% weniger wert. Dann wirst du dich ganz anders verhalten, auch schon instinktiv. Selbst wenn du das Geldsystem nicht verstanden hast, wirst du eher so sein, dass du sagst, nee, lieber jetzt konsumieren, lieber jetzt auf den Kopf hauen, lieber auf Pump und dann in Urlaub und Auto oder sonst was. Wenn du aber wüsstest, dein 100-Euro-Schein ist in 3 Jahren 200 Euro, dann ändert das die komplette Dynamik, weil du dann nämlich, wie im Phases gesagt hat, genauer überlegst, soll ich das jetzt wirklich ausgeben? Brauche ich das jetzt wirklich? Und alleine das führt schon dazu, dass sozusagen die Waren und Dienstleistungen auch höherwertiger sind vom Angebot und auch von der Nachfrage her, dass du sozusagen langfristiger denkst. Und das ist auch ein Phänomen beim Bitcoin, dass es ein bisschen deinen Zeithorizont verändert. Dass du eben nicht mehr, dass du eben die Möglichkeit hast zu sagen, okay, ich kann jetzt eine Party machen mit 10 Leuten oder ich kann in einem Jahr eine Party mit 100 Leuten machen. Und das gibt dir halt ein bisschen die Möglichkeit, auch deine Werte in die Zukunft zu transferieren, was vorher eher immer Konsum, Kredit, lieber jetzt. Und man sieht es auch an den Generationen so, die Boomer denken sich auch, nö, warum, ich lebe jetzt lieber gut, naja, dann sollen die nächsten Generationen mal zusehen, wie sie damit zurechtkommen. Das ändert dein Zeithorizont. Naja, das ist eher genau die Deflation, von der du gesprochen hast, was ich fälschlicherweise Inflation genannt hatte dann. Ja, also weil generell muss die Welt eigentlich deflationär sein. Das ist sowieso so ein Schuldgeldphänomen, dass wir sagen 2% Inflation oder so, aber eigentlich müsste durch technische Innovation, durch technischen Fortschritt, durch effizientere Anbaumethoden, Produktionsmethoden, müsste eigentlich alles immer günstiger werden. Und das sieht man im Computerspace. Eine Festplatte mit 1 Terabyte kostet jetzt so viel und in ein paar Jahren wird sie wesentlich weniger kosten, weil die Innovation halt schneller voranschreitet. Und das müsste eigentlich überall so sein. Das ist doch aber so.
Na, nicht wirklich. Durch dieses Schuldgeld, dadurch, dass eben die Gesamtgeldmenge durch neu aufgenommene Schulden und neu ausgegebenes Geld erhöht wird, wird sozusagen diese paar Prozent, die eigentlich Deflation sein müssten, werden dadurch abgeschöpft im Endeffekt. Naja, also eigentlich, das ist jetzt ein bisschen wirtschaftlich komplexer. Also du hast zwar recht, also die Inflation wirkt natürlich preissteigend und die Innovation wirkt preissenkend. Im Endeffekt war der Markt ja mal so gedacht, dass Sachen halt Innovation als billiger machen, und das ist ja eigentlich auch passiert. Bei Öl ist es jetzt nicht so. Aber wenn wir jetzt mal gucken, was weiß ich, ein Handy. Ein Handy hat vor, oder was Telefongebühren kosten oder so. Vor 20 Jahren, als Handys neu waren, da war ein Handy unfassbar teuer. Da hat die Benutzung unfassbar viel gekostet. Der Strom, also Strom war dann wieder billiger und so, bla bla bla. Ist halt dann doch wieder so ein bisschen so eine Waage. Aber eigentlich hat die Innovation ja schon alles billiger gemacht. Wobei, okay, wenn ich jetzt an ein iPhone denke und ein Handy, ist es wahrscheinlich wieder gleich teuer. Also sozusagen heute ein iPhone ist so kaufkraftteuer wie früher halt so ein Koffer. Aber dadurch hat sich der Nutzen halt übertrieben aufgemacht. Jetzt kannst du ja, was weiß ich, was mit dem iPhone machen. Also da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das, also diese Preissenkung ist halt, die Innovation, Preissenkung ist halt so ein marktwirtschaftliches Naturgesetz eigentlich, würde ich schon sagen, was da nicht so leicht ruckelt. Ich konnte es jetzt nicht perfekt erklären, darum bitte ich um Entschuldigung, aber aber gerade auch Gummistiefel glaube ich nicht, dass die heute teurer sind als vor 50 Jahren oder so. Ja, weil einfach durch Massenproduktion und bessere Methoden der Herstellung von Gummistiefeln oder was weiß ich, dass es halt wirklich genau billiger ist. Also da muss man sich ja China angucken. Wenn du bei eBay was in China bestellt hast, da gab es das Absurdeste für halt 90 Cent oder was. Nur die Transportkosten waren dann halt, okay, ist das wieder mit Arbeits... Das Problem dabei ist komplex. So ein bisschen, dass du alles in diesem Schuldgeld bemisst. Wenn du natürlich als Maßstab den Euro nimmst, der immer inflationiert, ist ein bisschen so, als ob du einen Zollstock hast, der ist heute ein Meter und morgen ist der Meter aber 1,05 Meter. Dann kannst du gar nicht richtig messen. Wenn wir jetzt auf Bitcoin wiederkommen, wenn du das in Bitcoin rechnest, wird alles die ganze Zeit seit 15 Jahren extrem viel billiger in Bitcoin. Früher musstest du für dieses Paar Stiefel hast du 100 Bitcoin bezahlt und jetzt zahlst du nur noch 0,00001 Bitcoin. Ja, es also, hat aber damit zu tun, dass die Nachfrage nach Bitcoin so unfassbar hoch ist. Weil der Bitcoin hat ja nur einen Wert, weil Leute wie ihr drei sie überhaupt haben wollen. Wenn es mehr Leute wie mich geben würde, also viel mehr Leute, die halt sozusagen, ja, kack drauf, hat keinen Wert. Also ich habe keine Ahnung davon, ne? Dann wäre es auch nichts wert, ja? Aber das gilt ja für jedes Gut. Das Gut, ja, ja, ganz genau, das ja, genau, wert, genau. Was jemand bereit ist, genau, zu bezahlen. Ne? Genau. Aber das Schöne beim Bitcoin ist, dass es wäre nicht mal notwendig, dass viele neue Leute dazukommen. Weil eben die Angebotsmenge stetig abnimmt, würde es an sich schon reichen, wenn die Leute, die jetzt schon davon überzeugt sind, weiterhin dabei bleiben. Es muss gar nicht viele neue Leute dazukommen. Aber natürlich, du hast recht, jetzt kamen ja auch die ETFs in den USA, also die Nachfrage steigt eher und das Angebot wird verringert. Und das ist dann eben dieses Angebot-Nachfragespiel. Was soll schon passieren, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot sinkt? Mhm. Aber ich meine, der Bitcoin, der muss ja auch, der Bäcker muss den ja auch haben wollen und so später. Also muss ja eigentlich die Welt noch mehr überzeugt werden, damit das System halt funktioniert. Du hast halt was vorhin gesagt mit Vertrauen. Ja, dass das mit der Bank so, also dass unser Geldsystem auf Vertrauen basiert, ne? Und das ist bei Bitcoin aber halt dementsprechend, würde ich sagen, absolut auch so. Ja, also wenn ich so jetzt daran denke. Naja, da haben wir davon gesprochen, dass auf Vertrauen basiert, dass du der Bank vertraust, dass es die Transaktion für dich ausführt. Absolut richtig. Ob du jetzt von dem Gut selbst überzeugt bist, das hat mit Vertrauen ja nicht viel zu tun. Also du kannst vielleicht sagen, ich vertraue auf Bitcoin oder sowas, aber du musst nicht drauf vertrauen. Du musst nicht. Du musst eigentlich nur auf dich selbst vertrauen in diesem Moment. Und das ist halt auch die Eigenverantwortung. Ich glaube, das ist auch eine große Einstiegshürde, weil man hat das ja bei einigen anderen Sachen in der letzten Zeit gesehen. Eigenverantwortung ist für viele Menschen beängstigend und viele wollen das vielleicht auch gar nicht so. Die wollen vielleicht, dass für sie
gedacht wird und dass Vorgaben gemacht werden. Ne? Ja, doch, viele wollen sich vielleicht mit sowas gar keine, wollen sich da, damit gar nicht so auseinandersetzen, mit Bankensystemen und mit Bitcoin und Signaturen. Vielleicht ist es für die komfortabler zu sagen, nee, ich nehme meine Bank und gut, ich habe zwar einen Vertrauenspunkt und ein Central Point of Failure, also einen Angriffspunkt oder einen Fehlerpotenzialpunkt, aber wir sind halt heutzutage so darauf getrimmt, auf Institutionen uns zu verlassen und eben nicht selbst auch das Zepter in die Hand zu nehmen, weil es halt auch beängstigend ist. Ne? Ja, ja, also das ist sehr interessant, wo wir gerade hingehen tatsächlich. Also es passt dann eigentlich zu den ganzen vorhergegangenen Podcasts. Ja, interessant. Nee, ich glaube, da hast du sogar teilweise echt recht mit, dass es beängstigend sein kann, Verantwortung übernehmen zu müssen für sein Leben. Ja, oder dieses Unbekannte. Aha. Aber, Gordon, das Ding ist bei Bitcoin, in Zeiten von Krisen, und die haben wir ja, die werden wir noch kriegen, da flüchten Leute immer in härtere Assets, egal was es ist. Und Bitcoin wurde ja geschaffen in Zeiten von der Bankenkrise als härtestes Asset überhaupt quasi. Naja, also ich denke halt immer an Gold, ja, also das ist so. Ja, ja. Genau, Bitcoin ist härter als Gold jetzt, ja. Ne, das Ding ist halt, das Problem an Gold ist ja, dass es halt was wiegt. Ne? Also es nimmt Platz und Gewicht und also Platz und das muss auch irgendwie getragen werden und dann auch noch beschützt werden und so. Und da hat der Hiob auch gesagt, dass du das bei Bitcoins überhaupt nicht brauchst, weil du musst nur deine 24 Wörter wissen sozusagen. Ne? Und dann geht's schon. Aber das Problem, aber was ich... Mining wird halt auch Energie quasi aufgewendet, damit du die Bitcoins überhaupt erst herstellen kannst. Also das kann man schon sozusagen, Gold muss geschürft werden und Bitcoin müssen quasi auch geschürft werden, nur halt digital. Und das berechnet ist halt auch ein Aufwand, der dabei entsteht und ja. Wie entsteht denn so ein Bitcoin? Also ich meine, ich stelle mir das jetzt so vor, dass das sozusagen ein, Häkeln. Wie als wenn so ein Ding gehäkelt wird, ne? Du musst Arbeit reinstecken, dass du dann halt so einen Topflappen hast, ne? So ähnlich stelle ich mir das jetzt halt mit Bitcoins vor, dass man halt einen Code berechnet, so ein Gitter. Ja? Aber kann es dann jetzt auch nicht sein, dass einer mit so einem Hyper-Quantencomputer kommt und einfach mal die ganzen Bitcoins jetzt so ausrechnet, so Also theoretisch ginge das natürlich. Du hattest ja auch mal das Beispiel gebracht, irgendwie Raumschiff Voyager kommt aus der Zukunft. Ja, ja, genau. Die Riesenrechen. Das theoretisch würde das gehen. Und dann könnte man sozusagen die noch ausstehenden Bitcoin auch schnell minen. Aber das sind alles Szenarien, genau wie auch diese Atomkrieg-Geschichte und so. Bitcoin ist halt gutes Geld. Und natürlich gibt es Szenarien, wo Geld nichts mehr wert ist, wo nur noch Tauschgüter was wert sind. Ne? Aber solange wir eine Zivilisation haben und wir haben freien, freiwilligen Handel untereinander, solange brauchen wir auch gutes Geld. Ne? Weil sonst in dem Beispiel mit Atomkrieg, dann ist wahrscheinlich die Leitwährung, weiß ich nicht, Wasser oder so. Und ja, Wasser. Ja, genau. Ne? Also klar, aber das invalidiert kein gutes Geld. Und ich finde, diesen Weg von Gold zu Bitcoin ist eine super Sache, weil warum ist Gold wertvoll oder warum haben wir nicht Kupfer genommen oder Eisen? Was ja, das hat Gold ist genau. Für Eigenschaften, was es zu einem guten Wertspeicher oder zu einem guten Geld gemacht hat. Ja, es rostet tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist es. Aber in Wirklichkeit, weil wir Menschen das bestimmt haben. Oh, scheiße. Ich glaube, jemand will sein Paket haben. Warte mal, scheiße. Schon, genau. Wir haben uns als Menschheit darauf geeinigt, aber eben weil es, beziehungsweise nicht als Menschheit darauf geeinigt, sondern der Markt hat es ausgewählt in einem organischen Prozess, weil es eben das seltenste der Edelmetalle ist, weil es eben sehr dicht ist. Das heißt, du kannst da einen großen Wert auch vergleichsweise gut lagern. Wenn du das mit Kupfer machen würdest, dann bräuchtest du eine ganze Halle voll. So hast du vielleicht nur 2-3 Barren. Das war eine relativ attraktive Nachbarin, die gerade ihr Paket haben wollte und deren Gesicht ich immer wieder vergesse, wenn ich sie sehe. So ein bisschen komisch, aber ja. Kannst du ja mit Bitcoin bezahlen. Ja, ich bezahle eine Gogo-Tänzerin in Bitcoin. Aber eigentlich will ich doch Bitcoins gar nicht ausgeben. Eigentlich sind wir doch wieder da. Aber was wir noch nicht geklärt haben, ist Cordons Frage eigentlich, wie ein Bitcoin entsteht. Und ich würde sagen, ihr könnt das ja vielleicht gleich mal ergänzen. Also so tief drin bin ich da jetzt auch nicht. Wenn ihr da jetzt gleich noch tiefer reingehen könnt, dann könnt ihr das gerne machen. Also erstmal ist es so, dass neue Bitcoins geschürft werden,
wenn eine Transaktion passiert, beziehungsweise nicht nur eine, sondern mehrere. Also ich habe vorhin davon gesprochen, dass die Blockchain, mit der Bitcoin sozusagen hantiert, das ist, kann man sich vorstellen, wie eine Excel-Tabelle oder wie ein Kassenbuch. Und wenn eine bestimmte Anzahl an Einträgen sozusagen geleistet werden, dann ist ein Block komplettiert. Und wenn ein Block komplettiert ist, der muss quasi mit einer mathematischen, also alle Transaktionen, die getätigt werden, die müssen quasi mit einer mathematischen Formel validiert werden. Und das funktioniert so, dass die ganzen Transaktionen, die sind mit quasi so Hashes. Ein Hash ist quasi eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Mhm. Und die jeder Sender und jeder Empfänger von so einer Transaktion, der hat quasi einen Hash. Und die werden alle zurückgerechnet, aber Entschuldigung, meinst du eine Transaktion von Bitcoins oder was wird übertragen? Ja, genau, eine Transaktion von Bitcoin. Also wenn ich dir jetzt sozusagen einen Bitcoin schicke, dann muss das erst validiert werden. Das muss durch das Netzwerk quasi validiert werden. Und das versuchen halt ganz viele Teilnehmer im Netzwerk. Also du musst es so vorstellen, in den USA sitzen mehrere, die das machen. Also was heißt mehrere? Ich weiß gar nicht, wie die Anzahl ungefähr ist. Meiner, ne? Genau, meiner. Und in Europa sind welche, in Asien sind welche. Und die konkurrieren alle darum, dass sie quasi diesen Block an Transaktionen, dass sie den ausrechnen und damit sozusagen dem Netzwerk hinzufügen oder der Blockchain hinzufügen. Und wer das schafft als erstes, der bekommt quasi neue Bitcoin. Der wird dadurch belohnt, dass er einen Teil sozusagen der neuen Bitcoin, die ausgeschüttet werden, wir haben ja vorhin davon geredet, dass noch nicht alle Bitcoin ausgeschüttet wurden, der bekommt quasi einen Teil davon, wer das als erstes schafft. Ah, wir haben damals mit Dark Zero, haben wir das so ein bisschen mit so einem Torrent verglichen. Also, dass du so eine Datei hast. Und also früher bei BitTorrent hast du so irgendwas runtergeladen, was weiß ich, ein Film oder so, und dann, oder ein Lied. Und dann war es so, Emphasis hat das erste Viertel, Hiob hat das zweite und Dark Zero hat die letzte Hälfte. Also sozusagen, dass verschiedene Teile, das ist ja auch, die Datei war ja auch, ist ja auch ein Code sozusagen, dass verschiedene Teile wo liegen. Aber du sagst jetzt sozusagen, dass die Rechenleistung, dass es auch Verlierer gibt sozusagen, ja? Dass die zu langsam waren und dann kriegen sie nicht den Bitcoin, obwohl sie in Anführungszeichen am gleichen Stück des Codes geschraubt haben, ja? Genau, also immer nur derjenige, der das als erstes ausrechnet, den Block, der bekommt die Belohnung davon, aber gibt auch ein Problem, was damit einhergeht, das ist ein 51% Angriff, das heißt, wenn du die Netzwerkkapazität von 51% des gesamten Netzwerks hättest, dann könntest du theoretisch quasi immer der Erste sein, der das ausrechnet. Dann könntest du immer quasi den Block weiter rechnen und dann hättest du quasi auch die Option, da zu manipulieren und dann zu sagen, okay, die Bitcoin sind an mich gegangen und nicht an die Person, für die es eigentlich angewendet wurde. Aber weil das halt so ein großes und dezentrales Netzwerk ist, ist die Chance im Moment eigentlich null, dass es passiert. Dann müsste schon dein Raumschiff-Szenario oder mit dem Außerirdischen passieren, dass das irgendwie möglich geht. Aber theoretisch ist ein 51% Angriff möglich, aber ist auch nicht sinnvoll. Weil wenn du so einen 51% Angriff machst und die Leute merken, dass die jetzt sozusagen, dass das Netzwerk sozusagen gehackt wird, dann verliert Bitcoin automatisch an Wert und dann bringt es dir nichts mehr, dass du alle Bitcoin hast, weil dann ist Bitcoin faktisch nichts mehr wert, weil dann sozusagen die Sicherheit, dann würden alle ihre Bitcoin abstoßen und quasi keiner würde die mehr halten wollen und dementsprechend schützt auch die Spieltheorie quasi vor diesem 51% Angriff, weil warum solltest du das machen, außer natürlich du willst das Netzwerk absichtlich zum Einstürzen bringen, das ist der einzige Grund, warum man das machen könnte, ansonsten gibt es keinen monetären Grund, das selbst zu machen. Wenn ich da kurz was zu sagen dürfte. Okay. Also was du beschreibst, diese 51%-Attacke, du hättest dann zwar sozusagen rechnerisch die Chance, 51% Chance, den neuen Block zu finden, aber du könntest damit nicht auf die Coins von anderen Leuten zugreifen. Du bräuchtest trotzdem die Signatur. Das Einzige, was du mit einer 51%-Attacke machen kannst, ist, du könntest einen Doppelspend machen. Das heißt, die Bitcoin, die du selber hältst, könntest du dann zweimal ausgeben. Du könntest sie jetzt einmal an Cordon schicken und dann nach 4, 5 Blöcken sagen, ah nee, lange Nase, doch nicht. Ich schicke sie jetzt doch nochmal woanders hin.
aber du würdest über eine 51%-Attacke keinen Zugriff auf die Coins von anderen Nutzern bekommen. Ja, du hast recht, das habe ich verwechselt. Ja. Dazu eine andere Sache nochmal. Es geht beim Mining-Prozess gar nicht so groß darum, die Transaktionen zu machen. Du kannst auch einen leeren Block minen. Du kannst auch einen Block minen, ohne dass Transaktionen drin sind. Nur natürlich haben die Miner einen finanziellen Anreiz, Transaktionen reinzunehmen, weil sie dann natürlich noch die Transaktionsgebühren obendrauf bekommen. Aber es geht bei dem neuen Block nicht darum, um Transaktionen. Du kannst auch 10 Blöcke hintereinander ohne eine einzelne Transaktion machen. Das ist technisch möglich und passiert auch teilweise, dass keine Transaktionen in den Blöcken sind. Aber du hast natürlich den Anreiz, weil du die Gebühren noch haben möchtest. Aber der Block, der kommt nicht aufgrund der Transaktion zustande, sondern aufgrund dieser Rechenaufgabe. Und das passiert im Schnitt alle 10 Minuten. Ja, und das ist jetzt so das Mining. Weiß nicht, wie tief ihr da reingehen wollt, weil es da auch wieder ein, zwei Sachen gibt, wie die Schwierigkeitsanpassung, was meiner Meinung nach eine ganz, ganz große Innovation ist. Weil die Frage stellt sich ja immer, wie regulierst du ein dezentrales Netzwerk? Ne? Und das ist jetzt halt ein bisschen technisch. Ich weiß nicht, wie weit ihr da reingehen wollt. Okay. Ja, wir können nur oberflächlich reingehen, also, oder? Ich würde sagen, das ist eigentlich wohl ganz interessant, wenn es jetzt nicht zu... Ja, es ist guter Flow gerade, ehrlich gesagt, ja. Okay, also beim Mining, sorry, jetzt habe ich kurz gerade den Faden verloren. Es ging um, die Schwierigkeitsanpassung, genau, oder wie du das regulierst, genau. Es ist ja so, wie ein Faces schon beschrieben hat, es gibt ganz viele Miner. Du selbst kannst auch ein Miner werden, kannst dir hier so ein Gerät hinstellen und mitsuchen nach dem neuen Block mit dieses Würfelspiel, kann man schon fast sagen. Eigentlich ist es so, du würfelst und du musst eine bestimmte Summe bekommen. Natürlich machst du das dann mit 1000 Würfeln und du musst aber ein 1000er Pasch Sechsen haben. Da kann man sich schon. Genau, weil es gab ja schon Codes, ne? Also, es muss sozusagen ein neuer Pasch sein, immer. Also, es muss eine neue Würfelkombination sein, immer, ne? Weil es gibt ja welche, die schon erwürfelt wurden, sozusagen, richtig? Ja, also, der Mining-Prozess funktioniert so, dass du eigentlich, du machst eine Rechenaufgabe und du musst einen gültigen Hash finden. Und das ist so nach einem Zufallsprinzip. Du probierst sozusagen ganz, ganz viele Kombinationen aus und irgendwann, wenn du Glück hast, findest du einen Block, der gültig ist. Ah, ich habe mir das immer eher wie Sudoku vorgestellt, Entschuldigung. Ah, okay. Nee, und alle Miner stehen miteinander im Wettbewerb. Jeder will natürlich den Block zuerst finden, weil er möchte natürlich die Block-Subsidy, also die neu geschürften Bitcoin, die möchte er natürlich einstreichen, weil er hat ja auch Kosten für Rechenleistung und den Strom und die meinen ja nicht aus Spaß, sondern das ist ein Business. Und genau das, da ist sozusagen der Punkt der Dezentralität, dass alle Miner gegenseitig im Wettbewerb miteinander stehen. Darum geht es dabei. Dadurch hat auch niemand im Endeffekt die Kontrolle, weil eigentlich sind alle nicht Feinde, aber sie sind Mitbewerber sozusagen. Und man würfelt um die Wette und so hast du eben die Dezentralität, weil eben nicht ein einzelner Miner sagen kann, nee, ich habe jetzt hier die Kontrolle und ich übernehme jetzt hier das Netzwerk, sondern alle sind gegeneinander. Und um das Netzwerk wirklich anzugreifen, müsstest du sozusagen, diese 51%-Attacke, müsstest du mehr Rechenleistung aufwenden können als der Rest der Welt. Und das ist aus einer, und da ist wieder die physikalische Barriere, so viele Computerchips und so viele Mining-Geräte gibt es gar nicht. Selbst wenn jetzt Amerika entscheiden würde, so, wir wollen jetzt das Netzwerk übernehmen, sie könnten gar nicht so viele Chips produzieren, wie sie müssten, um gegen den Rest der Welt sich durchsetzen zu können. Aber ist ja krass, ich habe echt gedacht, dass das so mit Bitcoin-Mine ist, ich rechne einen Code aus und dass das richtig krass mathematisch abläuft, also richtig wie Sudoku spielen. Dass nee, du halt die Aufgabe selbst nach der Logik. Sehr simpel. Die kannst du sogar bei einer niedrigen Schwierigkeit kannst du das sogar auf dem Papier machen, mit Stift und Papier. Aber diese Geräte, mittlerweile hat sich das Mining halt auch so professionalisiert, dass es spezielle Geräte gibt, die nur für diesen Mining-Prozess nutzbar sind. Und da ist so ein bisschen auch der Unterschied zum Beispiel zu Ethereum-Netzwerk, wo du mit Grafikkarten und sowas arbeiten konntest. Es geht bei Bitcoin nicht. Du musst einen ASIC-Miner nehmen, um wirklich profitabel minen zu können. Und das ist ein Gerät, was das nur ASIIC, glaube ich. Okay, danke. Es ist halt eine spezialisierte Hardware, die nur für das Bitcoin-Mining genutzt werden kann. Und da hast du wieder die Spieltheorie, wenn du jetzt Milliarden investierst, um diese Hardware dir zu holen, um das Netzwerk anzugreifen, ja, dann kannst du diese Hardware danach für nichts anderes mehr nutzen, wenn das Netzwerk irgendwie wirklich nicht mehr verfügbar ist.
Und das heißt, da hast du halt diese immensen Kosten. Es lohnt sich auch demnach einfach nicht, Bitcoin anzugreifen. Das Einzige, was passieren wird, wenn du das versuchst, ist, dass du am Ende einer der größten Bitcoin-Miner bist und dann sagst, okay, egal, jetzt schließe ich mich dem Netzwerk an, jetzt spiele ich mit und ich habe jetzt hier so viel Geld drin versenkt, bevor ich das alles auf den Müll werfe, werde ich einfach auch ein Miner. So, jetzt habe ich auch eine Frage. Wieso ist das so einfach, die Aufgabe zu lösen? Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also du kannst es auch mit Zettel und Papier lösen. Also das war mir nicht, das ist das irgendwie geht. Neu. Das geht, aber es geht natürlich anhand der Schwierigkeit. Das heißt, als Bitcoin ganz neu war, konntest du ja auch mit einem Browser-Add-on minen und hast da auch teilweise Blöcke gefunden. Aber, und da kommen wir zu dieser Schwierigkeitsanpassung, es soll ja alle 10 Minuten ein neuer Block kommen. Das ist sozusagen die Richtzeit. Und das ist ein dezentrales Netzwerk. Wenn jetzt aber alle 9 Minuten ein Block kommt, weil die Netzwerkleistung gestiegen ist, dass es im Schnitt nicht mehr 10 Minuten dauert, für die Welt einen Block zu finden, sondern nur noch 9 Minuten dauert, dann kommt die Schwierigkeitsanpassung ins Spiel. Und das ist das Geniale. Alle 14 Tage ungefähr wird auf das Netzwerk geschaut und man guckt sich die durchschnittliche Blockzeit an. Wenn die nicht 10 Minuten beträgt, sondern sie beträgt jetzt nur 9 Minuten, dann wird die Schwierigkeit erhöht um 10-12%. Von wem? Im Schnitt, das macht das Netzwerk selbst. Okay, weil du meintest, es gibt keinen Kontrolleur und so, deswegen hake ich da gerade ein. Das ist die Schwierigkeitsanpassung. Das Netzwerk schaut dann, okay, die letzten 2 Wochen hat der Block im Durchschnitt nur 8 Minuten gebraucht. Jetzt müssen wir die Schwierigkeit entsprechend so hochfahren, dass es bei der gleichen Rechenleistung nur 10 Minuten dauert. Ich verstehe aber gar nicht, warum so eine Zeit wichtig ist, ehrlich gesagt. Ist sehr wichtig dabei, weil du willst ja ein dezentrales Netzwerk haben. Die Zeit selbst, es könnten auch ein paar Minuten sein, man hat 10 Minuten gewählt und da sind wir wieder beim Trilemma, was Felses vorhin angesprochen hat. Ne? Du kannst nicht gleichzeitig extrem dezentral, extrem sicher und extrem schnell sein. Du musst dich sozusagen... Ach, skalieren ist gemeint, wie schnell diese Bitcoins kommen, oder? Genau, okay. Okay. Und man hat deswegen alle 10 Minuten nur einen Block und der hat auch nicht viel Speicherkapazität. Das sind, glaube ich, nur 4 Megabyte Blockgröße. Und jetzt denkt man sich, und warum macht man nicht einfach größere Blocks? Warum macht man nicht einfach alle 20 Sekunden einen Block und einen riesigen Block mit allen Transaktionen drin? Das würde ja die Transaktionsgebühren auch total verringern. Aber da würdest du die Dezentralität mit angreifen. Weil wir hatten ja gesagt, dieses Kassenbuch, wie bei eTorrent, nur im Gegensatz zu eTorrent, liegt nicht ein Teil des Kassenbuches auf allen Rechnern, sondern das ganze Kassenbuch liegt auf jedem Rechner. Und damit du als kleiner Mensch wirklich die gesamte Transaktionshistorie speichern und einsehen kannst, muss die Datenmenge gering sein. Weil wenn du jetzt jede 10 Minuten 100 Gigabyte dazu packst, irgendwann kannst du das auf deiner Festplatte nicht mehr speichern. Dann brauchst du wieder ein Rechenzentrum, dann zentralisiert sich wieder alles, dann hat wieder Amazon Web Service eigentlich die Kontrolle darüber. Und um das zu verhindern, hat man gesagt, okay, Skalierbarkeit lassen wir ein bisschen außen vor, wir machen nur alle 10 Minuten einen Block und dafür kann es aber dezentral auf dem herkömmlichen Festplatte für den Privatmann auch abgelegt werden. Und das ist ein Feature, das ist kein Bug. Wie groß ist denn so eine Datei, so ein Kassenbuch? Wie groß die momentane Blockchain ist? Ich glaube, du brauchst ja dann also immer noch grob, ein bisschen Software und 200, ich glaube 200 Gigabyte. Boah, das ist aber trotzdem, das ist schon ganz schön ein großes Kassenbuch, ja? Ja, klar, aber wenn du im Endeffekt überlegst, dass es eigentlich die gesamte Weltwirtschaft abbildet, ist es jetzt nicht so groß. Naja, die Weltwirtschaft abbilden finde ich jetzt komisch, aber krass, okay, trotzdem krass, okay. Wow. Genau, und im Endeffekt, alle 10 Minuten soll ein neuer Block kommen mit neuen Transaktionen. Und um das zu bewerkstelligen, wird geschaut, wie lange war die durchschnittliche Blockzeit. War sie schneller als 10 Minuten, wird die Schwierigkeit erhöht. War sie aber langsamer, weil zum Beispiel jetzt Leute gesagt haben, oh, es lohnt sich für mich nicht mehr, ich schalte mein Gerät ab, mein Mining. Hat es länger gedauert, wird die Schwierigkeit auch erniedrigt. Und damit hast du sozusagen ein selbst regulierendes System, was die Schwierigkeit immer an die Rechenleistung im Netzwerk anpasst. Ich muss mal kurz fragen, ein Block, ist das immer ein Bitcoin oder sind es zwei ein halber? Also ist es so eine Einheit von einem Bitcoin oder? Eigentlich ist ein Block nur wie ein neuer Eintrag ins Kassenbuch mit einem Zeitstempel. Das heißt, vorher, du hast jetzt zum Beispiel Dark Zero einen Bitcoin geschickt und in 10 Minuten kommt ein neuer Zeitstempel, wo drin steht,
Gordon hat jetzt ein Bitcoin weniger und Dark Zero hat ein Bitcoin mehr. Der Block selbst, da werden zwar neue Bitcoin mit ausgeschüttet, aber der hat keinen eigenen Wert oder so. Das ist eigentlich nur ein neuer Eintrag ins Kassenbuch. Okay, okay. Und das soll immer, also, weil es hieß irgendwie, dass damit halt Bitcoins geschürft werden, sozusagen. Na, um den Minern natürlich auch einen Anreiz zu geben, eben Rechenleistung und Strom aufzuwenden dafür, werden eben neue Bitcoin freigegeben. Bis zu dieser Obergrenze von den 21 Millionen. Ich dachte aber so, komm. Sonst würde keiner sich hinstellen und meinen. Warum sollst du tausende Euro für Mining-Geräte ausgeben, tausende Euro für Strom ausgeben, wenn du da gar nichts von hast? Also ich bin mir nicht, ich glaube, ich verstehe es nicht richtig. Also, diese Bitcoins bekommst du jetzt dadurch, dass du das Kassenbuch führst, oder wie? Genau, du bist der Miner, die Miner bekommen diese neu geschürften Bitcoin als Belohnung dafür, dass sie den neuen Block gefunden haben. Dass sie diese Rechenaufgabe als erstes gelöst haben. Okay, also da verstehe ich sozusagen ehrlich gesagt nicht viel. Ich habe aber noch eine Frage. Ihr habt öfter jetzt von irgendwelchen Transaktionsgebühren gesprochen. Was bedeutet das? Also dadurch, dass ich dir jetzt, angenommen, ich würde jetzt hier, oder dir, also dir hier, würde ich jetzt einen Bitcoin schicken. Ist es dann jetzt so, dass ich 0,0001 Bitcoin irgendwo anders abgezogen kriege, oder wie läuft das? Ja, genau, die Transaktionsgebühren gehen dann auch an den Miner, der den Block gefunden hat. Der kriegt dann zur Belohnung eben auch deine Transaktionsgebühr dazu. Ja, aber was fällt denn für eine Transaktionsgebühr an, dass ich eine Aufgabe löse und so? Also das verstehe ich jetzt gerade auch wieder. Also es sind ja zwei Sachen. Einmal du als Nutzer, ne, du schickst jetzt einen Bitcoin zu Dark Zero und zahlst dafür, sagen wir, weiß ich nicht, 2,50 Euro Gebühr. Und dafür, dass der Miner diese Transaktion... In Euro oder was? Nee, in Bitcoin. Also Bitcoin, aber... Du kannst es natürlich auch in Euro berechnen. Also das ist so wie wirklich eine Überweisung. Ich überweise dir 100 Euro, aber ich muss 104 von meinem Konto abbuchen sozusagen. Ja. Okay, ja. Okay. Und wenn ich jetzt einem von euch was schicke, wer kriegt denn jetzt die Transaktionsgebühr für diese Transaktion? Der Miner, der es zuerst sozusagen ins Kassenbuch eingetragen hat. Ja, Ach so, warte, also wenn ich jetzt Dark Zero das schicke und du trägst es ein, dann kriegst du diese Gebühr, ja? Richtig, die Gebühr und die zusätzlichen Bitcoin, die ausgeschüttet werden. Aha. Okay, ich verstehe langsam mehr. Es ist noch alles dunkel und so, aber okay, krass. Es ist auch wirklich sehr komplex, gerade das Mining, das zu verstehen. Das ist so ein bisschen, kannst du das vergleichen mit dem Internet? Der eigentliche Nutzer, der muss auch nicht diese HTML-Verschlüsselung verstehen oder verstehen, wie du eine Website schreibst oder so. Das ist dann wirklich für Teilnehmer im Netzwerk, die schon fast Dienstleister sind, die sozusagen nicht der kleine Nutzer sind. Ich habe mir auch mal jetzt... Schön, Gaxero, du als Endnutzer von Bitcoin, das ist wie mit Autofahren. Du musst ja nicht wissen, wie man Auto baut, du setzt dich rein und fährst, ne? Ja, ich muss halt wissen, es gibt Gas. Ja, ich verstehe schon. Ja. Also ich habe mal hier auch diese Miner angeguckt und die gibt die Dinger für 7.500 Euro. Ja, genau. So, das sieht so aus wie so ein Netzteil sieht das aus, ja. Also so ein fetter Kasten, wo ein Kühler drauf ist. Also so, wo Ventilatoren drauf sind. Ja? Also bei den meisten jedenfalls. Genau, und das ist ja jetzt auch schon mittlerweile sehr professionelle Mining-Hardware. Früher ging das ja über den PC. Aber was dann halt passiert ist, als mehr Leute mit dem PC gemeint haben, hat sich die Schwierigkeit erhöht und es wurde immer weniger rentabel für den Einzigen. Und da ist das Schöne, da hat sich dann der freie Markt, irgendwann gab es dann eben eine Nachfrage nach effizienteren Mining-Geräten und so weiter. Und es hat sich immer weiter professionalisiert. Aber es ging ja los mit einem ganz kleinen Browser-Add-on auf deinem Computer, wo du auch sehr profitabel mit minen konntest. Ne? Da haben teilweise Leute zehntausende Bitcoin gemeint, weil sie irgendwie einen zweiten Tab offen hatten beim Surfen. Ja, das hat damals mir junge Joel auch so ein Ding gegeben. Und das habe ich dann aber wieder weggemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, ja. Weil dann stand dann irgendwie, ich habe 2 Cent gemeint oder so an einem Tag oder so. Und dann dachte ich, willst du mich verarschen, so, ja. Und dann weg damit, ja. Na, krass. Krasser Shit, Mann. Also wir haben die Stunde auch schon tatsächlich voll. Stunde 5 Minuten sind wir schon.
Krass. Also, wie ich das jetzt gerne abschließen würde für heute erstmal auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob ihr nächste Mal dabei sein wollt, wie was alles läuft und wie nicht. Aber ihr seid halt der Meinung, das ist sozusagen die Währung der Zukunft, ja? Nein, ich würde es nicht sagen. Und ich glaube, Dark Zero sieht es auch nicht so. Es ist eher das digitale Gold der Zukunft. Als digitale Währung, die jeder quasi nutzt alltäglich, dafür ist die Skalierbarkeit einfach das Problem. Und die lässt sich auch meiner Meinung nach, ich sehe keine Lösung im Moment, wie sich das lösen lässt, außer dass man die Sicherheit halt einschränkt. Und das ist halt nicht das Ziel von Bitcoin. Also ich würde da widersprechen, weil Bitcoin ist, wie du schon gesagt hast, ist so ein bisschen wie Gold. Es ist sozusagen die unterste Ebene, der Settlement Layer, das, wo wirklich der Wert sitzt. Du würdest auch nicht, wenn du einen Goldbarren im Keller hast, damit zum Späti gehen und dann da irgendwie was abraspeln oder so. Ja, genau. Aber Gold hat eben gute fundamentale Eigenschaften, um darauf ein System aufzubauen. Und dieses ganze Papiergeldsystem war ja auf Gold aufgebaut. Es war ja, dass man gesagt hat, wir haben hier Gold im Keller und du kannst es jederzeit zurücktauschen, aber um eben das Ganze ein bisschen schneller zu gestalten, haben wir das darauf aufgebaut und empfehle es. Ich weiß nicht, ob du schon mal etwas vom Lightning-Netzwerk gehört hast. Ja, das hat nicht funktioniert. Das hat so viele, das funktioniert noch nicht richtig, das hat zu viele Fehler. Das ist wohl richtig. Es gibt da schon Versuche, die so einen Second Layer auf Bitcoin aufbauen wollten und das ist bisher alles gescheitert. Es ist nicht gescheitert, das würde ich nicht sagen. Ich habe letzte Woche erst damit in der Bar mein Bier bezahlt, meine Trinkgeld damit gegeben. Also es funktioniert schon, aber eben, da hast du vollkommen recht, noch nicht in einem globalen Rahmen. Es ist gar nicht die Liquidität da, es gibt noch nicht genug Channels und so, aber es ist technisch wirklich auch möglich, auf dem Bitcoin-Netzwerk weitere Layer laufen zu lassen und die guten Eigenschaften von Bitcoin auch alltagstauglich zu machen. Es geht. Also in El Salvador bezahlt man halt über Lightning und da kannst du dann über ein paar Sekunden kannst du deinen Starbucks-Kaffee so kaufen und du hast nicht diese Transaktionsgebühren. Das ging schon, aber es wie im Felsis schon meinte, ich gebe ihm absolut recht, die Lösung ist noch längst nicht reif und es bräuchte eine bessere Second-Layer-Lösung, um effizienter später damit zahlen zu können. Definitiv. Und ich meine, wir sind jetzt 15 Jahre, gibt es jetzt Bitcoin? Das ist für, aus einer monetären Sicht, ist das wirklich noch in den Kinderschuhen. Das ist, muss man auch einfach sich eingestehen. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und ich bin mir sicher, es wird vielleicht nicht die globale Währung, aber es wird eine globale Alternativwährung. Und das ist es jetzt schon. Ne? Es wird vielleicht gleichzeitig mit dem Schuldgeld bestehen, auch noch für einige Generationen. Aber ich denke, dass auf lange Sicht es sich schon durchsetzen wird. Ja, also da gebe ich dir recht. Ich denke, Bitcoin ist an sich eine Revolution und Bitcoin wird Regierung abschaffen und die sehen es jetzt schon kommen. Also die sehen den Zug fahren und können nichts machen. Also wir gehen jetzt natürlich alles von einer heiteren Zukunft aus, wo kein Atomkrieg die Menschheit in ein Fallout-Szenario zwingt. Das hilft ja auch keinem. Also, wenn man dich auslösen möchte, dann will man dich hier nicht unbedingt umbringen. Ja. Entschuldigung, was meinst du hier? Ich meine, dann ist wirklich ein gutes Geld oder globaler Handel einfach kein Thema mehr. Dann geht es nur noch ums Überleben. Und dann ist die Zivilgesellschaft zum Einsturz gekommen. Und dann haben wir natürlich ganz andere Probleme, als ein gutes Geldsystem zu haben. Ne? Jawohl, also absolut korrekt. Also ich denke, wir haben es hier gepackt. Wir haben jetzt 1:08. Ich danke euch herzlich für eure Expertise. Ich habe mehr verstanden. Ich weiß jetzt. Ach so, scheiße, ich hätte euch mal fragen sollen, wie man so ein Wallet macht überhaupt und so. War das wär's. Immer nächste Folge anreißen, oder? Ja, weil dann, vielleicht fange ich dann auch mal an. Weil es gab auch so Streamer und so, also ich bin ja halt Streamer und da gab es auch so Leute, die haben, dann konntest du ihnen Trinkgeld und sowas geben und ich wurde sowas auch schon mal von einem Russen gefragt und so und da dachte ich, kacke, ich hätte es mal so. Ja. Und ja, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Wer auch immer Zeit hat von euch nächstes Wochenende, ne? Ja, und falls du offene Fragen hast, kannst du dir aufschreiben und dann kann man das nochmal alles durchgehen. Mhm. Ja, mies geil. Also, das war jetzt ja echt ein guter Anfang. Ich danke euch. Also, danke Dark Zero. Danke. Ich danke Hiob. Und ich danke Phasis auf jeden Fall. Danke Phasis, genau. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Danke, ja, Job. Du hast ja hier echt, du hast einen echt guten Flow gehabt, muss ich sagen. Du hast das hier gecarried. Ja. Ja, war stabil, ja. Stabil, Bro. Nee, war gut, ehrlich gesagt. Manche Sachen waren auch, also ich meine, ich will mich mit dir mal nochmal über dein, du hast sehr oft den Begriff Schuldgeld benutzt. Da wollte ich mal mit dir ein bisschen mehr tiefer philosophisch philosophieren. Ja. Sehr gerne. Aber so, war sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Also danke für deine Mitarbeit, danke für eure Mitarbeit. Im Faces bei dir weiß ich jetzt aber doch, dass du da schon drin bist. Das dachte ich auch, ehrlich gesagt, ja. Weil damals erinnere ich mich noch bei Corona, da hast du dich immer so bedeckt gehalten und da kam so richtig hier, da kam richtig so voll dann der Heckenschütze auf einmal raus. Also richtig Sniper. Nee, richtig krass so, richtig spezifisch, richtig. Richtig gar nicht unwissend so, ja. Das war schon richtig beeindruckend damals, ja. Das ging ja irgendwie um die Massenpflicht oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Aber da habe ich echt nicht schlecht gestaunt, so. Das war schon ein bisschen, das war schon voll undercover so. Aber richtig krass, ja. Gut, ich mache jetzt Sense. Ich danke euch herzlich, dass ihr da wart. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Daxero, wir müssen noch mal leider das aufnehmen mit Corona. Danke und sorry, ich hab's verkackt. Ja, kein Ding. Ich finde, die Folge wird eh eine Minute dauern. Wir werden beide sagen, dass wir die Masken gern getragen haben und uns dann durchgehend geimpft haben lassen. Also passt schon. Und geboostert, genau. Ja, klar. Ganz einfache Folge. Okay, also gut. Also dann, die Aufnahme endet hier. Vielen lieben Dank.